Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. So, machen wir mal gleich weiter, wo wir aufgehört haben. Das heißt, wir setzen uns jetzt an die ganzen 1 Million Trillion alkoholische Getränke. Dann haben wir das auch schon mal, also das Schwerste quasi, fertig. Ne? Das hier und das werden wir später machen. Der werte Mike hat mir gerade nur Hallo sagen wollen, weil ich halt so spät angefangen habe. Das heißt, wir werden dann auch noch den Rest machen, mal gucken. Aber jetzt wollen wir erstmal gucken, dass wir Alkohol fertig kriegen. Das heißt, wir haben eigentlich alles soweit da, auch an Bauplänen. Bloß das, was wir brauchen, ist... Habe ich den noch drin? Ja, ich habe den grünen Daumen noch drin. Wunderbar. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall sehr, sehr viel Mais. Sehr, sehr viel Klingkorn. Weil die meisten Biere brauchen Klingkorn und Mais. Das heißt, wir nehmen uns das jetzt hier frecherweise einmal mal komplett mit. So. Und da höre ich was. Da macht es wieder Boings. So, ich will hier eigentlich nur kurz das Heftchen haben. Es hört sich aber noch nach Wackelpuppe an. So, hier oben. Und wieder mal eine Waffe los. Naja, gut. Ist jetzt nicht so mein Traum. Aber vielleicht kommt ja noch die waffenlose Wackelpuppe, die ich gerne spielen würde. So eine schöne Junkie mit schnellerer Zuschlaggeschwindigkeit. Oder so. Mal gucken. Das weiß man ja erst, wenn man es bekommen hat. So, jetzt werde ich hier drinnen nochmal kurz die Befreier von ihrem Dasein befreien. So. Hundenapf, der darf einfach nicht fehlen. Fertig. So, jetzt bin ich dran. So, den Gutshof wollen wir auch nicht einnehmen. Wir wollen jetzt hier noch ein bisschen Klingkorn haben. Einmal hier übers Feld gelaufen quer. Und die E-Taste spammen. Das ist immer das Einfachste. Aber hier quer weht durch. Kriegen wir schon genug mit. So, jetzt können wir auch schon zum Wasser rennen, denn wir brauchen auch nochmal Wasser. Können wir hier auch gleich die Schnapspflanze mitnehmen. Oder die Schnapspflanzen. So. Ja, Hundefutter in der Dose. Dose Solandaise. Und hier einmal jetzt Wasser. Und wir werden viel Wasser brauchen. Das heißt, ich werde jetzt hier den E-Knopf, den R-Knopf hier penetrieren. Bis die Tastatur nicht mehr will. Weil das müssen wir auch gleich nochmal abkochen. Mensch, gleich bin ich blutbefleckt. So. Okay, das dürfte jetzt hoffentlich am Wasser reichen. Schmutziges Wasser. Oh, boah. Einmal noch. So. Um Gleichstand zu haben. Geht ja an Flüssen meistens ein bisschen schneller. Als woanders. So, dann wollen wir jetzt auch gleich nochmal das ganze Wasser und Co. verkochen. Aber ich würde mir auch erstmal die Strahlung runternehmen. Ich denke mal, das wäre mit das Beste, was ich als erstes machen kann. Erstmal schön Strahlungsbad nehmen. So. Schön entkontaminiert. Und dann wird jetzt erstmal eine Runde gekocht. Denn wir brauchen Wasser. So, fangen wir gleich erstmal an hier. Ich weiß, das ist jetzt nicht gerade spannend, aber es gehört halt leider auch dazu.
Zum Glück haben wir nochmal Holz gesammelt. In der letzten Aufnahme. Somit habe ich jetzt auch noch dick genug Holz da. Um halt auch alles wegzukochen. Und selbst wenn, Holz ist ja wirklich nicht schwer zu sammeln. So, dann muss ich mal gucken. Hier war das nicht drunter, war das unter Pflanzen? Ja, Zucker. Machen wir mal einmal Zucker. Hier ist doch gerade noch eins aufgeploppt. Nochmal umschalten. Ich muss mal gucken. Limonade, Limonade. Was brauchte ich dafür? Dafür brauchte ich 3 Zucker. Ah, gut. Dann machen wir hier nochmal so. Und dann noch 2-mal mehr. Dann haben wir hier nämlich die Limo. Diese werden wir nämlich auch brauchen. Und dann fangen wir erstmal an, das, was wir da haben, zu verarbeiten in Biere. So. Ballistik Bock. Einmal herstellen. Ein normales Bier. Dafür fehlt uns Fäule. Hier können wir dann noch den Hochspannungshefeweizen herstellen. New River Ale, O'Cola Lager, Old Opossum. Leuchtender Pilz fehlt noch und das Ameisenfleisch. So, Mixgetränke. Harte Limonade plus ein Wodka ergibt... Richtig, harte Limonade. So, oh ja, da wird das auch ein bisschen schwieriger. So, dann hier. Wir können jetzt schon mal einen Bourbon bauen. Das ist schon mal nicht schlecht. Einen Nuka Dark. Wir haben noch Nuka Cola zum Glück vorrätig. Sehr schön. Wir haben auch noch einen Nuka Quantum vorrätig. Wunderbar. Brauchen wir also auch nicht kaufen oder so. Ein Whisky können wir noch machen. Leuchtendes Harz, dafür fehlen mir 3 Mutterbeeren. Für den Zeckenblut Tequila. Die können wir nochmal kurz holen gleich. Und da fehlen die Teerbeeren und hier fehlen die Teerbeeren. Und die Brombeeren. Ja, wir haben ja noch ein bisschen was im Garten, so ist es nicht. So, ich werde mal aber erstmal hier ein bisschen Gesundheit wieder hochklöppeln. Durch ein paar Stimpacks. So, dann haben wir hier einen Brombeer mit. Kürbis nicht. Wollte ich dann den anderen Brombeerenstrauch. Da ist er. So, was wollte ich noch? Mutterbeeren, Mutterbeeren. So, Mutti, 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 Mutti. Dann lassen wir die noch einmal schreien, nur weil wir es können. Und ich komme hier nicht durch, durch meine eigene Todeskralle, die ich da hingesetzt habe. So, jetzt bin ich auch wieder voll. Gut. Mutterbeeren haben wir. Jetzt bräuchte ich Mutterbeerensaft, ne? So, mal gucken hier. Karottenblumennektar. Mutterbeerensaft. Hier bräuchte ich Titanwurz und Mutterbeerensaft. Ja, wollen wir mal gucken, ob wir 6-mal Mutterbeerensaft jetzt noch hinkriegen. Das heißt, Getränke. Mutterbeerensaft. So, das einmal umwandeln hier. 6-mal kriegen wir locker hin. Sweetwater, was hatten wir noch? Karottenblumen Nektar. Können wir nämlich die Karottenblumen nämlich gleich verarbeiten. Wunderbar. So, dann können wir nämlich, um uns auch ein bisschen Zeit zu sparen, denn ich habe ja immer Bleichampagner quasi noch in Reserve. Dafür brauchen wir nämlich jetzt noch einmal Karottenblumennektar dazu und genauso wie hier Mutterbeerensaft, das können wir auch dazu hauen. Und ja, müssen wir so, Teerbeeren müssen wir so oder so sammeln, da kommen wir nicht drum rum. So, und hier waren dann jetzt noch Brombeeren. Was fehlt denn noch? Der Sunrise, ne? Ja, genau, der Sunrise fehlt noch. So. Und jetzt müssen wir aber wirklich gucken. Mutterbeeren brauchen wir hierfür noch. Leuchtendes Harz. Hier brauchen wir noch ein bisschen mehr Zucker und so. Cranberries brauchen wir auch noch. Honig. Da müssen wir noch mal ein bisschen was machen. Gut,
Dann, bei den Bieren, was fehlte da? Ameisenfleisch, leuchtender Pilz, Hirnpilz und Fäule. Machen wir erstmal die Biere fertig. Weil die Biere sind mit am einfachsten. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht voll werde. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal uns Fäule holen. Da gehe ich jetzt wieder runter nach Lewisburg. Das ist mit für mich jetzt gerade am günstigsten. Und dann müssen wir ja mal schauen. Fäule ist ja eigentlich recht einfach. Die Pilzsorten und das Ameisenfleisch. Ameisen, zwei, brauchen wir zwei Ameisen. Oder zweimal Prock. Aber mal gucken. Kriegen wir bestimmt gut hin. Jetzt holen wir uns erstmal die Fäule hier hinten. Da brauchen wir ja auch nur einmal E drücken an einem Gammelbaum. Und hier hinten stehen eigentlich ganz viele davon. Da sehe ich doch schon die Fäule rausgucken. So, nehmen wir gleich zweimal mit. Dann brauche ich einmal hier. Obwohl, nee, komm, wir gehen gleich zum Umspannwerk. Wir gehen da am besten gleich hin. Ich hoffe, ich kriege die Todeskralle schnell genug gehittet mit einem Raketenwerfer. Ah, Herz des Feindes, lass mich bewegen. Ah, komm, 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 komm. Die ist schon wieder da hinten. Okay. Ich hoffe, das hat jetzt gut gesessen und ich habe wenigstens eine getroffen. So. Schmeckt ja. Gut. Wo rennst du denn ganz hin, Todeskrallechen? Meine Raketen verfolgen dich sogar. Schämst du dich? Jawoll. So muss das aussehen. So, dann nehmen wir dich hier gleich auch mit aus. Dann schauen wir jetzt hier. Ameise Nummer 1 haben wir nicht erwischt. Die haben wir erwischt, aber das ist eine blöde Kakerlake. Ah, es ist natürlich Mist. Dann sammle ich erstmal den Kotabschnitt ein. Ist auch nur eine Kakerlake. Ah, so, machen wir mal anders. Grünen Daumen erstmal raus, extra Wurst rein. Suchen. Einmal Ameisenfleisch. Was ist da hinten los? Ich habe keine Ahnung. Mir reicht ja auch sogar eine blöde Leiche, aber warum waren denn da jetzt so viele... Ah, komm, machen wir mal kurz anders. Du bist ein bisschen genauer. Mal schön in den Hintern. Na komm, lad nach. Flups. Komm jetzt bloß nicht zu mir da. Jetzt gibt's Ärger. Na, dafür kommen meine Gebrüder mir entgegen. So. Na komm. Ich merke gerade, ich habe den Power-Fuser gar nicht drin. So, bevor ich nachlade... Abriss habe ich drin, okay. Warum auch immer Abriss? Ich habe doch gerade nichts Explodierendes. Wo ist mein Power-Fuser? Weil noch schießen die nicht auf mich. Jetzt. So, und jetzt nachladen. Sehr schön. 1000 Schuss. Jetzt frisst du. Jetzt sowieso. Wer muss schon nachladen? Ich nicht. So. Einmal den S. Bist du verkrüppelt da hinten oder was ist mit dir los? Ha? So. Schön. Können wir nochmal suchen? Oh, nochmal Fleisch. Können wir hier nochmal dran suchen? Ja, nochmal Todeskrallenfleisch.
Aber mir fehlt halt Ameisen. Ameise. Eine. Wird mir ja auch die Leiche reichen. Aber ich sehe die hier echt nicht. Ach, das ist so ein bisschen ärgerlich. Das ist eine leuchtende Kakerlake. Das ist die Ameise, die wir schon durchsucht haben. Hier ist auch nur eine Kakerlake. Ah, kann ich hier kurz ein bisschen mich bedienen? Aber ich sehe hier auch sonst keine weitere Ameise rumeiern. Na, das ist ärgerlich. War das wirklich nur eine blöde Ameise und, Kargilaken? Na gut, gehen wir jetzt hier erstmal den Rest besorgen. Wir sind ja nicht umsonst hier unten. Denn ich brauche noch Hirnpilz und leuchtender Pilz. Und Cranberries. Und das kriegen wir hier unten alles eigentlich in einer Ecke. Bleib jetzt auch mal auf dem Gatling. Weil mit dem fühle ich mich auch ohne Power Armor sicher, ne? Meine Brüder geben mir da voll und ganz recht. So, ich kann mal wieder in die Ego gehen. Das ist ja hier schon wieder Handicap-Match. So, dann gucken wir mal. Hier haben wir einen leuchtenden Pilz. Einen Hirnpilz, einen leuchtenden. Nehme ich noch einen Pilz mit. Und ich merke gerade wieder, da ich extra Wurst drin habe, bringt mir das eigentlich ein bisschen wenig. Ich brauche doch mein Däumchen. Dann gehen wir hier nochmal kurz ein Stückchen durch. Die kannst du behalten. Nicht jeder mag heiße Kartoffeln. So, jetzt einmal hier ins Licht. Und jetzt hier hinten einmal mank den schönen roten Bäumchen. Gasmaske dürfte ich eigentlich aufhaben. Also so schlimm ist es hier ja jetzt nicht. Springen wir jetzt hier oben natürlich wieder einmal rein. Denn hier haben wir nämlich normale Cranberries. Also keine verseuchten, sondern die stinknormalen. Und ein paar werden wir ja brauchen. Können wir hier nochmal den Safe knacken. Der sich nicht knacken lassen will. Doch, ja, komm. Lass dich knacken. Na, wenigstens XL. Gut. Bin jetzt am Überlegen. Ja, komm, leuchtendes Harz nehmen wir nochmal kurz mit. Das heißt, ich gehe hier zum Umspannwerk. Mir fällt nämlich gerade ein, wir brauchen nochmal leuchtendes Harz und wir brauchen auch nochmal Schnapspflanze und stimmt, Teerbeeren. Ich war gerade Cranberry-Bock. Ich habe die Teerbeeren vergessen. Nein. Den größten Spawnort für blöde Teerbeeren. Na gut, dann ist das halt so. So, ich lasse euch mal da bekriegen, so wie es ist. Ich möchte euch jetzt nicht aggressiv machen. Ich will ja hier nur kurz an das leuchtende Harz. Wir könnten hier hinten an dem kleinen Teich auch nochmal die Schnapspflanzen sammeln. So. Einer. Da ist keiner. Hier haben wir auch noch einer. Und da haben wir noch einen Gesello. Na, ich wollte gerade sagen, gib mir das, was ich haben will hier. Gut, brauche ich noch was? Harz habe ich, das habe ich, das habe ich. Jetzt muss ich mal kurz selbst revidieren. Nicht, dass ich jetzt Blödsinn baue, aber ich glaube, das dürfte es jetzt erstmal sein. Einmal Ameise fehlt mir halt noch. Na gut, wir haben ja sowieso mit Salz ist ein Gedicht. Das heißt, das wird auch die nächste Aufnahme noch locker überleben. Das passt schon. Na, schauen wir mal.
Kann ich hier schon mal einmal alles wegschmeißen. Und dann fangen wir hier an, mal noch herzustellen. So, und zwar Fäule. Der Hirnpilz. Der leuchtende Pilz. Und dann fehlt jetzt nur noch das Ameisenlager. Was fehlt noch? Oder was hat... Genau, selbstgebrannter. Also einmal den für Honig. Und da fehlt mir dann wieder Dings. Okay. Bourbon hatten wir schon. Mais. Hatte ich eigentlich die beiden schon? Nee, leuchtendes Harz. Wodka hatte ich nicht. Whisky weiß ich jetzt gerade nicht. Da fehlen jetzt nur noch die Mutterbeeren. Und hier fehlen jetzt noch die Teerbeeren. Weil Champagner müssen wir so oder so machen. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal einmal Richtung Flatwoods. Obwohl, wir gehen einmal hier nochmal ein bisschen was nebenbei verdienen. Ja, schade, ich kriege das leider nicht ganz in eine Folge. Ist halt viel hin und her geporte. Für den ein oder anderen Spot, um halt richtig schnell zu sammeln. Und ich kann jetzt nicht immer nur Überlänge bringen. Dann kriege ich es ja nicht mehr hochgeladen. Aber dann machen wir jetzt hier einfach einen auf schnell noch Blei kassieren. Falsch. So, hier hinten waren ja keine Teerbeeren drinne. Aber wir müssen ja sowieso hier den Fluss runter. Und ja, ich habe dich gehört, aber ich will dich ignorieren. Du, na, ihr seid zu zweit oder zu dritt. Aus meinem Camp schiebst du mich raus. Rotzfrech, diese Ratten. Rotzfrech. So, dann machen wir einmal so. Dann können wir uns wieder bewegen. Und dann laufen wir jetzt hier nur noch einmal lang. Na, ich hätte auch hier für die eine oder andere Sache hingehen können. Aber ich gehe halt immer gewohnte Stellen am liebsten. Weil dann passt es am besten. So, dann nehmen wir hier natürlich noch... Nein, das Event werden wir nicht mitnehmen. Automatische Warnung an alle Responder. Die Mr. Farmhands sind außer Kontrolle. Evakuiert die Zivilisten und schaltet die Aufseher auf. Sobald sie erledigt sind, müsst ihr den Server neu starten. Noch einmal. So. Da haben wir hier wenigstens nochmal ein, zwei Rubis weg mit der Schrot. Aber es ist eigentlich nicht meine Intention. Ich will hier nur schnell durchernten. Ja, potenzielle Quelle. So, da hast du deine potenzielle Quelle. So, da ist keiner mehr drin. Dann war das der andere, wo ein bisschen mehr drin war. So. Ich glaube nicht, dass das reichen wird. Jetzt müssen wir uns hier nur noch rauskämpfen. So. Ah, klappt so halbwegs. Dann rennen wir hier mal kurz hier hinten hin. Ich glaube, wie gesagt, nicht, dass die Teerbeeren reichen werden, aber werden wir sehen. Endeffekt. Weil wir müssen ja jetzt auch schon langsam Feierabend machen. Für den heutigen Tag. Das heißt, wir hauen jetzt hier nochmal die Reste hin. Schade, ich werde es halt nicht ganz fertig kriegen, weil da wird doch ein bisschen was fehlen. So, aber hier einmal Teerbeeren und Bleichampagner. Dann habe ich sogar noch drei Teerbeeren übrig. Die lasse ich mal kurz übrig. So, hier fehlte noch Mutterbeeren, das hatten wir soweit. Hier fehlte noch zweimal Zucker. Den Rum habe ich definitiv noch nicht fertig. So, Cranberry selbstgebrannter, der fehlt uns auch noch. Das heißt, ich brauche jetzt Zucker zweimal. Muss mal hoffen, ob ich jetzt gleich noch Teerbeeren kriege. So, pflanzliches. Sugar 1, 2 und 3. So.
Nein, halt. Spirituosen. Wo waren das jetzt? Zucker. Was braucht er denn jetzt noch so viel Zucker? Der Rum. So. Rumfiedel-dum-dum-dum. Den hatten wir schon. Das auch. Nuka-Schein hatten wir eigentlich auch schon. Würde doch jetzt Arnon für sich nicht mehr allzu viel fehlen. Ja, das Red-Ameisen-Lager würde jetzt noch die eine Ameise fehlen. Und dann noch eins. Gut, dann würde ich sagen, mach jetzt hier erstmal einen Cut. Und die letzten zwei Dinger holen wir uns dann in der nächsten Folge. Also, schaltet wieder ein und bis dann.